Ja, meine Damen und Herren, heute ist ein ganz besonderer Termin. Das 21. Mal wird die Ehrenamtskarte verliehen an neue Inhaber der Ehrenamtskarte. Und es ist ein ganz besonderer Termin, weil wir ihn eben leider nicht vor Ort machen können. Sie alle haben mitbekommen, dass die Corona-Zahlen wieder nach oben schnellen. Und deswegen wende ich mich heute an Sie in dieser Videobotschaft. Meine Damen und Herren, das Emsland lebt vom Ehrenamt. Und es gibt viele Studien, die das unterstreichen. Aber ich glaube, man braucht noch nicht mal diese Studien, wenn man einfach mitbekommt, wie viele Menschen sich im Ehrenamt im Emsland engagieren und damit unsere Gesellschaft hier ein ganzes Stück lebenswerter machen. Und es gibt Menschen, die sich ganz besonders und in ganz intensiver Weise im Ehrenamt engagieren. Und das ist eben der Grund, warum der Kreis gesagt hat, unter dem Stichpunkt Anerkennungskultur, das wollen wir nicht einfach so hinnehmen, sondern diese Menschen sollen wir auszeichnen und ihnen die Ehrenamtskarte geben. Und seit Einführung der Ehrenamtskarte gibt es über 1.500 Frauen und Männer aus dem Emsland, die diese Karte mittlerweile bekommen haben. Und heute kommen 27 Personen dazu. Und ich möchte allen 27 neuen Inhabern und Inhaberinnen der Ehrenamtskarte an der Stelle ein herzliches Dankeschön sagen. Sie sind ein Vorbild für unsere Gesellschaft und was Sie machen, ist eben bei weitem nicht selbstverständlich. Und ich glaube, wir können in der Corona-Krise sagen, dass dieses ehrenamtliche Engagement in der Gesellschaft, für das Sie eben stehen, ganz, ganz wichtig ist. Und gerade hier hat sich gezeigt, dass Menschen anderen helfen, sich einbringen und darauf können wir vor Ort stolz sein. Also ein etwas ungewöhnlicher Termin, ein etwas ungewöhnliches Format, aber mir ist es wichtig, Ihnen im Namen des Landkreises Emsland Danke zu sagen. Machen Sie weiter so, motivieren Sie auch andere, sich ehrenamtlich einzubringen. Es lohnt sich.